Ich komme von einer kleinen Insel, der heißt Little Mullan und ist ein Teil vom County Galway an der Westküste in Irland. Ich bin am Meer groß geworden und auf dieser Insel wohnen ungefähr 2000 Einwohner. Da sind wir dann als Kinder einfach unter ans Meer und haben Meeresfrüchte gesammelt. Und das haben wir dann nach Hause gebracht und am gleichen Abend dann quasi auf offene Feuer gekocht. Nach meinem Studium habe ich meinen Weg nach Deutschland gefunden. Der Liebe wegen bin ich nach Karlsruhe umgezogen und habe dann angefangen bei der Karlsruher Verkehrsverbund zu arbeiten. Das war 2001 und ich bin immer noch hier und bin auch froh drum. Mein Aufgabegebiet ist das Sachgebiet Fahrausweisprüfdienst und Sicherheitsleistung. Was schön ist, ist, dass jeder Tag nicht gleich ist. Was wir auch machen, ist unsere Schwerpunktkontrollen. Die machen wir so 4 bis 5 Mal im Jahr, gemeinsam mit unserer Polizei. Kommt auch sehr, sehr gut bei den Fahrgästen an. Wir möchten auch damit auch das Sicherheitsgefühl übergeben an die Fahrgäste. Diese ganze Know-how, was hier in der Karlsruher Verkehrsverbund schon in den letzten paar Jahren reingebracht worden ist, diese Know-how möchte ich gerne auch irgendwann in meine eigene Heimatstadt umsetzen, dass mein Insel Irland auch was davon hat.